Es gibt eine wichtige Neuerung. Es gibt nämlich wahrscheinlich, wir werden das nochmal schlussendlich bis morgen beraten, gibt es wieder ein Trophy Battle. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Clash und mit dabei ist das Team DZ. Hallo, mein lieber Junge. Hallo, mein lieber Junge. Ach nee, ach komm. Was denn da los? Das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein. Auch Team Edgar Ariana ist da. Freddy, tut mir leid, wir haben gerade ein Mega-Problem. Freddy, komm jetzt hier rein und mach schneller. Freddy! Alles okay. Was ist denn da los? Wir ziehen uns mal hier aus diesem ganzen Zeug heraus. Genau, Peter, ich würde sagen, gehen wir jetzt auch mal kurz raus. Oh. Leute, es gibt nämlich was Kleines zu besprechen. Erstmal, wir haben ungefähr 30 Sekunden von der Aufnahme sind weg, weil bei Izzy, bei Revi die Aufnahmetreiber kurz abgestürzt sind, der Soundtreiber. Deswegen nicht wundern, wir haben ja schon mal ein bisschen Kohle reingetan, dass es hier weiterläuft und hier auch, dass die Maschinen hier laufen, dass wir ein neues Gunpowder bekommen im Endeffekt. Und ich glaube, Izzy hat mir ja Essen zugeworfen. So, dann seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Wir machen jetzt natürlich weiter, ein bisschen Liebe, ne? Bei Izzy natürlich immer super, alles am Start. Es gibt eine wichtige Neuerung. Es gibt nämlich wahrscheinlich, wir werden das nochmal schlussendlich bis morgen beraten, gibt es wieder ein Trophy-Battle. Das Ganze haben wir beschlossen. Es gab jetzt ja schon netterweise die Hilfsleistung hier mit den neuen Waffen von Team Rewaffel für uns. Aber wir haben gemerkt, wir haben eigentlich das Trophy-Battle rausgenommen, weil wir dachten, so cool ist es eigentlich gar nicht. Jetzt merken wir, es ist aber sehr wichtig auf jeden Fall und cool und Spaß macht sowieso. Wir dachten, das bringt ja dem Spiel nicht so viel, deswegen haben wir es rausgenommen. Aber es bringt dem Spiel doch einiges, denn dadurch kriegt man auch, wenn man so weit hinten ist, so wie jetzt Team Edgar und unser Team, kann man trotzdem relativ gut wieder neue Waffen bekommen und zeigen, was man drauf hat in diesem Trophy-Battle-Leben. Deswegen wird es wieder ein Trophy-Battle geben, falls ihr nicht wisst, was es ist, checkt, wir werden es morgen nochmal erklären, dann falls es es wirklich gibt wieder und in der ersten Staffel gab es das ja auch schon. So, das kurz dazu, ansonsten ist, wir haben jetzt neue Waffen, erstmal, ich sortiere mal unser, tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen hier blöde rumlaufe, ein bisschen habe ich gerade eine 2 Minuten verschwendet. Aber, alles gut, ich bin schon fleißig wieder hier die Tiere versorgen. Ja, das ist super. Ich hole mir auch schon mal hier alles wichtige Zeug raus und so. Ein bisschen Iron, tue ich in den Pulverizer rein. Und wir haben ordentlich was gesammelt und wir haben unsere Waffen. Dann müssen wir gleich mal ein bisschen sortieren, was wir damit alles jetzt so Sinnvolles, Gutes alles machen können. Ach, easy, wir sind jetzt langsam wieder am Start. Wir müssen jetzt kurz gucken, dass wir sozusagen hier alles gut zusammenbekommen, was wir so haben. Wir haben auch wieder, wie viele Diamanten haben wir insgesamt? Wir haben 10 Diamanten, easy. Das reicht für 10 eine, Dias, eine Brustplatte, könnten wir damit zum Beispiel könnten machen. Könnten wir sogar echt, ja. Wollen wir erst noch mal. Wie wichtig ist eigentlich noch die Wolle? Die Wolle ist immer noch wichtig, ja. Also wie viel Wolle haben wir jetzt schon? 31 sehe ich da, ne? Ne, 46, ich habe gerade noch 15 reingetan. Ah, okay, also wir brauchen 24 grüne Wolle pro Person für eine ganze Juggernaut-Rüstung. Das heißt, wir brauchen sogar noch einen Tick mehr und wenn die halt irgendwann mal kaputt geht und die geht schnell kaputt oder wenn wir sie halt verlieren, dann brauchen wir die auch wieder neu, deswegen macht das schon absolut Sinn. Macht es Sinn, noch irgendwie was in den Pulverisierer zu packen? Ja, wahrscheinlich alle, so ziemlich alle Erze. Ach, da ist noch ziemlich viel Iron drin. Ich habe Iron gerade erst neu reingetan. Time to strike schon wieder. Ich mache mir einen Resort gerade nochmal auf einem. Ich müsste mir halt Rüstung machen von dem Iron. Ja, mach das ruhig. Hast du ein Sharpness 1 Schwert von Ruby oder irgendwas anderes? Weil wir haben jetzt wieder genug Ruby. Ich hab Sharpness 1. Nee, ich hab Bane of Arthropods. Ja, dann mach dir ein Sharpness 1 Schwert. Ich habe mir gerade auch extra ein Bane of Arthropods rausgenommen wieder. Aber die behalten. Die können wir in seinem E-System tun. Zum Farmen sind die eigentlich gar nicht schlecht. Ich hab 11 Level sogar. So, ich hab 15 Level, Alter. 15! Ja, ich auch. Ich kann auch meine ganze Eisenrüstung kann ich verzaubern. Das ist natürlich sehr, sehr geil, oder? Ja, das geht ja sowieso easy. Weil vor allem, wenn du Absorption-Dings bekommst. Ah, ich habe Protection 1 und Aqua Affinity ist auch mal ganz nett immerhin. Protection 1 und Absorption 1, okay, sehr, sehr geil. Ja, ich habe Sharpness sehr bekommen, gut. Okay. Ich habe nochmal Absorption bekommen und ich habe, mal gucken, das letzte. Ich habe nochmal Absorption bekommen. Alter, sehr, sehr geil, oh. Dadurch habe ich jetzt, Leute, schaut mal unten in die Leiste, habe ich jetzt 5, 6, 7. Ah, nee, das sind die normalen. Ich dachte schon, das wäre krass gewesen. Mal gucken, aber ich glaube, ich könnte 3 volle vielleicht bekommen. 4, 5. 6? 7? Nein, 6,5! Alter, ich habe 6,5 gelbe Herzen in der zweiten gelben Herzenreihe. Das ist echt gut, Mann. Das ist echt richtig geil, oh, Alter. Also das ist schon richtig stark. Da sieht man, wie gut diese Absorption, wie gut das ist. Da lass uns aber. Fette Eisenrüstung ich jetzt. Weiß nicht. Okay. Mein Helm ist halt fast kaputt. Wenn wir jetzt halt einen Amboss hätten, könnte ich ihn einfach eben reparieren. Mit ein bisschen Eisen? Ist das nicht voll teuer? Nee, lass nicht. Ein Amboss meinst du? Ja, ein Amboss, ja. Amboss braucht halt schon viel Eisen, ja. Nee, eben, dann macht das nicht. Da brauchen wir echt nicht. Ich glaube, 1, 2, 3, 4. Dann mach die lieber 9 Helm, außerdem haben wir doch 9, 10, 11, 12. Ich glaube, 13 Eisen braucht das. Ja, nee, lass nicht. Bin mir nicht 100% sicher.
Das nicht, Mann. Wir haben, es braucht ja mehr als 13 Eisen. Du brauchst alleine drei Blöcke. Ja. Ja, ein Block. Ne, drei. Echt? Ah, ja, drei braucht man. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man das braucht. Deswegen, und es stand auch mehrfach in den Kommentaren, dass es echt nicht so wichtig ist bei diesem Modpack. Deswegen lass uns da in dem Fall jetzt einfach mal lieber drauf verzichten. Ich verzeihe aber nochmal unsere Spitzhacke, wenn wir gerade schon ganz gut haben. Ah, stimmt, man braucht echt drei Blöcke, das reicht, stimmt. Ja, und das allein sind ja schon 27 Eisen. Ich glaube 30 Eisen oder so brauchen wir insgesamt oder mehr. 31 vielleicht. Das ist ein bisschen zu viel für uns. Oh, Absorption habe ich auch. Perfekt, das ist richtig gut. Wir müssen kurz mal checken, was für Waffen wir jetzt überhaupt haben. Was für einen hast du? Ich habe jetzt hier die M16. Ja, ich habe ja noch gar keine. Ich habe ja bislang nur hier die kleinen Markov da. Kann ich ja nicht viel mit anfangen eigentlich an sich. Also ich bräuchte auf jeden Fall auch nochmal was Vernünftiges. Sowas wie eine P90 oder so wäre, glaube ich, echt nicht schlecht. Willst du eine Barrette wieder haben, also einen Sniper? Oder ich weiß nicht, das lief ja letzte Mal halt überhaupt gar nicht. Ne? Ja, das stimmt. Aber die oben gesniped haben, also Team Rewaffel, die waren sehr, sehr gut damit. Aber meinetwegen. Ja, wobei da auch nicht so krass viel reingegangen ist, wie man bei den anderen gesehen hat. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, einen haben sie getötet. Peterle haben sie, glaube ich, so getötet, ne? Und Peterle hat, genau, Revi hat mit dem Headshot wieder Peterle getötet. Bei ihm geht irgendwie ganz gut rein. Ist die Frage. Also eine P90, vielleicht die wirklich mal rushen. Also die Sniper-Ding ist vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht. Die wirklich mal versuchen zu rushen hoch auf den Turm mit so einer P90 oder so, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also ich habe ja die M16 jetzt, weißt du, und hier liegt ja noch eine Waffe, die SG, die kannst du auf jeden Fall ja schon mal nehmen. Dann haben wir sonst noch eine Waffe, die Makarov, jeder nimmt sich eine Makarov, eine ist noch drin, ne? Nimm dir die mal raus. Ja. Und die SG ist auch noch drin, ne? Siehst du die SG? Ich habe sie gerade erst reingetan. Ja, die SG habe ich schon. Und nimm dir die Ammo auch davon raus. Ansonsten ist ja, glaube ich, leider gerade keine weitere Ammunition da drin, außer die, ne? Das heißt, die Makarov, die hat nicht mal Schuss im Moment. Die kann man, lass die Makarov fast mal da drin lassen, einfach, würde ich sagen, oder? Ja, glaube ich auch. Also ich weiß jetzt auch nicht, weil die haben jetzt vielleicht mal unsere Notfallwaffe jetzt so. Die lassen wir mal da drin. Okay, aber für die Modern Weapon Box, ich muss mir so oder so erstmal ein bisschen Munition wieder zurückholen. Also die hat auch eine andere Munition. Ich glaube, es ist auch explosive Munition, die da noch dabei ist. Aber die braucht halt sehr viel Gunpowder. Dafür braucht die dann kein Eisen. Soll man da explosive Ammunition machen? Alter, ich mach's einfach mal. Wofür jetzt? Das kostet halt echt viel Gunpowder. Für meine M16. Ich weiß nicht, also man hat ja bei Revi gesehen, das ist zwar ganz nett und macht ein bisschen Panik und so, aber ansonsten der Schaden, der bei der wirklich bei rumkommt, ist jetzt nicht so... Ja, aber das war ja so die Barrette. Bei mir ist es jetzt ja so ein Sturmgewehr, weißt du? Und wenn dann jeder Schuss so ein bisschen babababab macht... Jo, Alter, das ist ja natürlich heftig. Das ist ja natürlich ein heftiges Gewitter. Deswegen. Also ich glaube schon, dass das eine ganz geile Sache sein könnte. Deswegen, ich nehme mal schnell unser Gunpowder hier raus und nehme unser Iron, was wir gerade noch nicht wieder haben, zur 12 immerhin. So, und das hier kann auch noch geschmolzen werden. So, und dann brauche ich noch was, Fiber. Okay. Und craft uns das hier mal schnell und tun noch ein bisschen Eisen rein. Wir können auch im Moment angegriffen werden, ne? Also nur weil gerade jemand kommt, das heißt gar nichts. Sie könnte jederzeit jemand kommen, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ja. So, ich habe jetzt mir einmal diese Munition, zweimal diese Explosive gecraftet. Okay, wir können uns auch echt mal ein bisschen auf den Bogen vielleicht fixieren. Ich weiß gar nicht, ist ein Bogen so schlecht im Kampf? Ich weiß nicht, man könnte es ausprobieren. Das ist auf jeden Fall eine geile Range auch, ne? Vielleicht sollte man auch einfach mal einen verzaubern. Macht natürlich dann nicht so überkrass viel Schaden. Aber Bogen reparieren können wir auch nur im Amboss? Ja, ne? Oh, ich habe meinen Bogen verzaubert auf Level 8. Was habe ich bekommen? Unbreaking. Naja. Ich verzauber meinen auch mal. Haben wir denn noch Pfeile so ein bisschen am Start? Dann kann man auf jeden Fall den immer mitnehmen. Weißt du, weil es ist halt eine Fernkampfwaffe, ohne dass du Schüsse verschwinden musst. Ich habe Power 1 drauf bekommen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Wir können uns ja auch noch einen neuen Bogen, kann ich uns einmal einen weiteren, kann ich mir noch machen. So, dann habe ich. Was ist denn meine Rüstung? Meine Rüstung ist Projectile Protection, Absorption und Projectile Protection. Ja, das ist gegen Pfeile. Ich glaube nicht, dass es was gegen Schusswaffen bringt, aber gegen Pfeile. Ist ja echt kein bisschen cool, was ich da rausbekommen habe. Ich dachte, du hast Absorption noch irgendwo. Ja, nur auf einer Sache, nur auf der Hose. Wie viele gelben Herz hast du dadurch? Boah. 2, oh Gott. 2, 4, 6. Nein, ich meine nur in der zweiten Zeile. Ja, ja. Ich habe sogar 3 Zeilen jetzt. Ja, ich meine in der dritten Zeile. Wie viel hast du in der dritten Zeile? Also der ganz obersten nur? Ja. Da habe ich 2,5. Ja, und ich habe da halt 6,5. Da das krass, heißt, du hast auch fast 3 Zeilen komplett voll? Ja, genau. Also eine rote. Was? Eine rote voll, eine gelbe voll. Und die zweite gelbe, die ist bei 6,5. Boah, das ist echt krass viel. Eben. Und das ist nur, weil ich Absorption drauf habe. Das ist richtig krass. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man ein Dia-Dings hat. Also das Absorption-Ding ist schon richtig, richtig geil, oh. Aber mit den Dias kann man doch eigentlich auch nur ein Brust-Dings machen, oder? Mit den Dia? Mit den Dia-Dingern? Oder wofür willst du die sonst einsetzen?
Dias kann man fast nur für Brustplatte. Es gibt manche Panzer und sowas, die das auch wo es auch gut ist. Weil sonst würde ich sagen, würde es nicht fast sogar Sinn machen, dann irgendwie, dass ich mir dann die Dia-Platte habe? Du hast ja jetzt gute Eisen. Ja, dann mach die Dia-Platte dadurch, damit, ja, mach okay. Das. Ich google jetzt erstmal, wie das Beta 10 Mag, was das überhaupt ist. Beta. Ah, ich tipp's falsch im Bildschirm in meinem. Beta 10 Mag. Ach, das sind die Dias, okay. Plans, mal gucken, was das denn ist. Beta 10 Magazin, Doppelrohr-Magazin, nein, das ist. Verzauber mal meine Rüstung. Plans-Mod. Auf welchem Level soll ich meine Rüstung verzaubern? Du solltest also deine jetzt Rüstung die Brustplatte? Auf Level 1, trotzdem nur Level 1. Besten Ergebnis hatte ich immer Level 1. Und ansonsten ist, glaube ich, nur Protection Level 1. Protection 1. Ah, schade, aber trotzdem immerhin was. Wie viele gelben Herzen hast du dadurch? Moment, ich check's gerade nochmal. Jetzt habe ich oben 3,5. Na gut, das hat echt nicht viel gebracht für die ganzen Diamanten, ne? Ich habe eine bessere Rüstung als du. Ja, ich glaube, die Dias sind zwar echt nicht so krass wichtig, ne? Sondern mehr das Verzaubern dann wahrscheinlich. Deswegen sage ich ja so ein Amboss, ja, und dann Sachen zusammen craften. Vielleicht hätten wir sie echt behalten sollen, weil manche Sachen brauchen so einen Dia-Block und so. Na gut, aber so haben wir es jetzt gemacht, wissen wir es für die Zukunft. Und ich habe ja sehr viel Verzauberungsglück. Und der Pulverizer ist hier schon komplett voll. Muss ich mal gerade wieder ausleeren. Ja, ausleeren und alles in Furnace bringen. Ach, da fehlt die Energie. Ah, okay. Energie. Dann Kohle wahrscheinlich dann rein, aber. Ja, Kohle rein. Deswegen mussten wir so viel Kohle holen, ne? Ja, tu Kohle rein, so viel geht. Oh, ich habe, glaube ich, mein Schwert weggeworfen, das liegt da vorne. Ja, ja, ich lasse es hier liegen. Nicht vergessen, einzusammeln. Jo. So, da kann ich wieder. Wir haben kaum Kohle, ne? Wir haben das halt zu wenig gesammelt. Hast du Kohle gesammelt letztes Mal? Ja, ein bisschen, aber nicht so krass. Ich habe recht viel eigentlich gesammelt, aber es ist jetzt alles weg. Wir haben gar keine Kohle mehr und wir brauchen das für Flugzeug und so, Izzy. Das ist scheiße gewesen von uns, dass wir keine Kohle mitgenommen haben. Weil wir brauchen halt extrem viel Kohle hier für unser, um unsere Energie zu erzeugen. Und wir brauchen auch, ja, das ist das Ding, ja. Wir brauchen das auch für Cold Powder, so nebenbei gesagt. Also das aus dem Furnace-Generator können wir gerade rausnehmen, aber... Und... soll ich mal noch... Aber der Furnace-Generator braucht das ja auch für den Pulverisierer, oder nicht? Ja, ja. Der läuft ja auch noch. Aber wir haben aber dafür extrem krass viel Eisen. Ich bin immer noch irgendwie so ein ganz kleines bisschen für den Amboss, aber... Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, was wir sonst mit dem ganzen Eisen machen sollen. Izzy, wir werden das Eisen noch brauchen, glaub mir. Allein ein Heli, wenn wir uns den großen Heli bauen, ist sofort weg. Die Waffen brauchen alle Eisen. Wir werden das noch so viel brauchen, glaub mir. Also da macht ihr mal keine Sorgen, dass ihr da hört, ob wir das loswerden. Hast du noch Munition, Izzy? Hast du gerade Munition für überhaupt? Für meine SSG habe ich halt 12 von 20, aber ich kann ja mal nachladen. Ja, 20 von 20 Schuss und mein Munition-Pack ist zur Hälfte leer. Hast du sonst irgendeine Waffe? Nee, also keine Schusswaffe. Okay, willst du irgendeine andere Waffe? Weißt du, was glaubst du, macht da Sinn? Weil ich meine, du hast sozusagen gerne so eine Waffe wie die... Das ist zwar nicht so gut, die ist zwar nicht so gut wie die P90, aber... die sollten wir vielleicht dann sozusagen nicht wegschmeißen. Macht die Einzelschüsse, ne? Das ist auch eher Vollautomatik-Gedönse. Musst du googeln. Okay. Entweder Testschießen oder googeln. Würde ich halt echt... Ich würde schon eine Barrette sonst nochmal vielleicht versuchen auf kurze Distance oder halt ansonsten die P90 vielleicht. Die war ja echt letzte Mal nicht schlecht, vor allem auf Short Distance so. Ich glaube echt, dass die Barrette nicht schlecht ist, ey. Ich würde an deiner Stelle die Barrette machen. Ich vertraue dir, dass du da gut mit bist. Ja. Die kostet halt... Ich schau mal kurz nach. Nee, baust du sie gerade? Nee. Okay, so, schau mal, Barrett. Ich brauche nochmal 5 Glas. Die ist ja auch nicht so teuer eigentlich. Also, die Barrett geht von der. Die kostet halt viel Eisen und ein bisschen Glas. Zwei Glas haben wir schon drin. Also, Glasplatten oder Glasblöcke? Blöcke, ich mach's Glas, okay? Okay, dann packe ich auch den Rest an Glas wieder rein. Im E-System sind noch 2 drin. Yep. Ich mache mir hier noch kurz welche. Wie sieht's bei dir aus mit Essen? Habe ich noch 6 gebratene Fleisch habe ich noch. Brauchst du was? Nee, bei mir geht's auch so gerade, aber das ist irgendwie alles nur noch ein bisschen zu wenig. Unendlich viel Wolle, jetzt schon wieder da. Also das geht gerade echt schnell. Na, das ist gut. Ja, sobald man mal so ein bisschen Wolle hat... Weil die haben jetzt Gras, die haben jetzt fast alle wieder Gras. Sehr gut. Da stopp. Dann nehme ich mal kurz das Glas raus. Okay, Gunpowder habe ich auch am Start, glaube ich gerade. Habe ich gerade Gunpowder am Start? Jawohl, habe ich. Dann schauen wir mal. Also, die Barrette. Können wir uns jetzt craften. Okay, ich habe eine Barrette. Willst du die explosive Ammunition? Nee, die ist super teuer auch leider. Nein, die will ich auch gar nicht haben. Ich mache dir 2 Magazine oder willst du 3 Magazine? Kannst doch 3 haben. Die Barrette? Ja. Nee, da reichen auf jeden Fall 2. Okay. Aber das ist mal, also bei so einer anderen Waffe nicht, aber die Barrette sind ja Einzelschüsse, da muss man keinen... Aber die war am Ende fast leer, oder nicht? Ich hatte noch 6 Schüsse, glaube ich. Oder jetzt, okay, gut, im letzten Duell waren es dann wahrscheinlich noch 3 oder 4 übrig. Okay, ich habe dir 2 gemacht. Hier liegt deine Waffe. Da, 2 Magazine und die Barrette. Okay. Sehr gut. Okay. Okay. Gut, jetzt habe ich eine auf Short Distance, eine auf Long Distance. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja. Okay, ich habe jetzt nur die M16, aber ich glaube, das ist so ein gutes Mittelding. Ich guck mal, ich mache mir gleich nochmal dieses Red Dot dafür. Red Dot Visier. So, kann ich mir das gerade craften? Jawohl, dann packe ich mir das auch noch. Boah, wir werden so krass viel Eisen haben. Wir bauen Kohle. Lass mal nach Kohle farmen, ehrlich gesagt sogar. Soll ich einfach nach Kohle farmen oder willst du? Oder ja. Wie machen wir das? Mach ich nochmal mit. Oh Mann. Oh, ich hast du gerade. Oh, sorry, sorry, ich war's. Okay. Krass, nur weil ich ins ME-System gegangen bin, hat er auf Rechtsklick trotzdem geschossen. So. Ich hol mir gerade nochmal ein bisschen von dem. Vergiss nicht, ne? Axt und sowas, Pickaxe und so, alles immer jetzt mit Peridot machen. Ja, ja. Nix mit Eisen. Eisen immer so. Und auch nicht mit Ruby, so, das machen wir dann die Schwerter mit, aber ansonsten Axt und das ganze Zeug, alles mit Peridot. Okay. Yeah. Ich habe es eine Mach ich auch einfach Waffe. Mal direkt zwei von. Ich habe einen Waffenskin! Ein Skin? Ja. Wie das denn? Siehst du das? Die ist grün jetzt. Jo, stimmt. Ja, genau so Army-mäßig ist das. Boreal Forest heißt. Okay, ich glaube, die Waffe ist ganz gut eigentlich. So, ich kann nochmal nachladen hier. Alter, 100 Schuss! Was? Ja, die hat 100 Schuss von der... Ach, weißt du, Dena, was ich jetzt noch viel eher mache? Ist es gerade Nacht? Ja, yeah. Folgerung, die Folgerung. Wir müssen unbedingt noch Holz farmen. Wir haben gar kein Holz mehr. Okay, aber das können wir erst nur, wenn Tag ist. Okay, jetzt ist Tag, aber folgst rum. Ich guck kurz, ob hier Monster sind draußen. Ja, hast du gerade eine Axt? Hast du gerade eine Axt am Start? Wir haben eine im ME-System eigentlich, oder? Sonst mach schnell eine. Weil sonst können wir das noch ganz schnell uns holen. Hier ist eine Stone Axe gerade. Sonst müssen wir halt auch nächste Folge. Okay, ja. Aber nächste Folge ist halt schon Dings, ne? Trophy Battle. Oh, wir haben einen Enderman hier drin. Ja, ja, nicht angucken, hin. Einfach nicht angucken. Okay, das mit dem, wir kümmern uns darum in der nächsten Folge in der übernächsten Folge. Nächste Folge ist nämlich vielleicht Trophy Battle. Mal gucken, das besprechen wir jetzt gleich nochmal. Seid drauf gespannt, was also morgen um 14 Uhr bei der nächsten Folge von Minecraft Clash kommt. Aber easy, wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ich habe eine schöne Waffe, die hat ordentlich viel Schuss, 100 Schuss. Ich glaube, das Magazin ist nämlich gar nicht explosiv. Ich glaube, das ist nur halt 100 Schuss, was super geil ist. Ja, genau, das sagen, ist so ein Monster-Magazin wahrscheinlich. Deswegen, ich glaube, wir haben da vielleicht eine ganz gute Chance. Wir schauen mal, was bei rumkommt. Leute, morgen um 14 Uhr geht's weiter mit Minecraft Clash. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim Easy vorbei. Link zu mir ist in der Beschreibung. Macht's gut. Ciao.